Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Nähtutorial von Nähen mit Burda. In diesem Video zeigen wir dir, wie du deine eigene Jeans kürzen kannst. Dafür muss man wirklich kein Profi sein. Mit diesen ganz einfachen Schritten und Tipps schafft das wirklich jeder. Alle Zutaten findest du in der Infobox. Zunächst solltest du bei einer Anprobe erst einmal feststellen, wie viel kürzer die Jeans werden soll. Lass dir dabei am besten von einer Freundin helfen. Stell dich für die Anprobe aufrecht hin, die Beine sollten gerade und schulterbreit auseinander stehen. Am besten ziehst du Schuhe, die du am liebsten zu deiner Jeans kombinierst, bei der Anprobe an. Schlage nun den Saum so weit nach innen, bis dir die neue Länge gefällt. Fixiere den Saum mit ein paar Stecknadeln und schlüpfe, sobald du fertig bist, ganz vorsichtig aus deiner Hose. Jetzt wird die Linie angezeichnet, an der du den überflüssigen Saum abschneiden willst. Dazu markierst du die umgeschlagene Kante mit der Zauberkreide, indem du mit dieser an der Kante entlang fährst. Entferne nun alle Stecknadeln und schlage den Saum wieder glatt nach außen. Stecke nun beide Jeansbeine aufeinander. Achte darauf, dass die Saumkanten aufeinander liegen. Messe an der angezeichneten Linie 3 cm in Richtung Saumkante ab und zieh eine neue Linie mit deinem Handmaß. Falls die Linie zu wellig ist, gleiche sie ganz einfach aus. An dieser Linie schneidest du nun deine Jeans ab. Schneide zunächst das obere Jeansbein ab, dann das untere. Entferne die Stecknadeln und wende anschließend die Hosenbeine auf links. Bügle zunächst die Saumzugabe 3 cm nach innen um. Nun kannst du die Schnittkante zur Hälfte einschlagen. Der fertige Saum soll 1,5 cm breit sein. Stecke den Saum nun mit ein paar Nadeln fest. Bevor du deinen neuen Jeanssaum nähen kannst, solltest du zunächst eine Jeansnadel einsetzen. Wir benutzen eine 100er Jeansnadel von Prim. Um einen möglichst original aussehenden Jeanssaum zu erzielen, verwendest du am besten dickes Zierstäbgarn von Gütermann. Die Garnfarbe sollte der Farbe deiner Jeansnähte entsprechen. Für den Unterfaden spulst du nun ein bisschen Garn ab. Es empfiehlt sich, am abgeschnittenen Rest deiner Jeans eine Probenaht zu nähen. Falls deine Nähmaschine Probleme mit dickem Garn hat, solltest du Ober- oder Unterfaden durch ein gleichfarbiges, dünneres Garn ersetzen. Der dicke Faden sollte später an der Außenseite zu sehen sein. Du nähst deinen Jeanssaum von innen. Hierfür beginnst du an einer Seitennaht. Nähe nun im Abstand von 1 cm zur unteren Kante und ziehe dabei die Stecknadeln heraus. Beim Anhalten der Maschine sollte die Nadel im Nähgut stecken bleiben. Das kann man bei den meisten Nähmaschinen einstellen. Um über die dicken Längsnähte zu kommen, solltest du etwas vorsichtiger steppen oder einen Höhenausgleicher benutzen. Bei unserer Nähmaschine von Pfaff ist es die eine Seite der Nadeleinsetzhilfe, die beim Zubehör enthalten ist. Falls deine Nähmaschine keinen Höhenausgleicher hat, kannst du auch ein Stück dicken Kanton unter das Füßchen klemmen. Vergiss nicht, die Naht am Anfang und Ende zu verriegeln, indem du ein paar Stiche rückwärts nähst. Diese Art von Verarbeitung findest du übrigens nicht nur bei Jeans. Viele Chinohosen, Herren- oder Kinderhosen haben auch einen solchen Saum. Und fertig ist die gekürzte Hose. Das war einfacher als gedacht, oder? Wir hoffen, unser Nähtutorial hat dir gefallen und freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Abonniere doch unseren Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Dieses Video wurde produziert mit freundlicher Unterstützung von unseren Partnern C. Pauli, Pfaff, Prim, Gütermann und Schmitz.
Alle verwendeten Produkte findest du wie immer in unserer Infobox. Viel Spaß beim Nähen und bis zum nächsten Mal!